Hallo und herzlich willkommen hier, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Talos Principle. Was mir gerade auffällt, guck mal, hier sehen wir, dass der Stern scheinbar... Nee, das ist das generelle Übersichtsbild, verdammt. Jetzt dachte ich, dass das scheinbar bei denen hier zu sein scheint, aber ich denke, das ist das generelle Übersichtsbild. Ich glaube, das hat nichts zu heißen. Computer! Den haben wir letzte Folge gar nicht benutzt. Bibliotheks, Archivsitzung, bereit, Webcrawl, Webcrawl, Log. Wissenschaft, Magie. Mal gucken, was du da heute Schönes erfahren. Obwohl der Begriff Wissenschaft seine heutige Bedeutung nur in den letzten 600 Jahren aufweist, ist deren Ausübung doch weit älter als der Name. Es gibt Hinweise, dass noch vor Aristoteles Zeiten Wahrsager, Mystiker und dergleichen grundlegende wissenschaftliche Methoden angewendet haben, um die Zukunft vorauszusagen und ihre Kunden zum Staunen zu bringen. Eine Anekdote betrifft einen Handleser, der entblößt wurde, als zwei reiche Kunden ihre Vorhersagen verglichen und feststellten, dass diese identisch waren. Im Jahre 1948 hat diese Tendenz tiefsinnige persönliche Botschaften in vagen, mit großen Autorität verkündeten Beschreibungen zu finden, einen Namen bekommen. Der Forer-Effekt, auch Barnum-Effekt genannt. Heute wird er in allen modernen psychologischen Theorien anerkannt. Okay. Akelis Tagebuch. Bin von Drennans Projekt fasziniert. Wunderbare Unterhaltungen betreffen Talos-Prinzip griechischer Philosophie, Anwendbarkeit auf momentane Situation. Habe als Projektnamen Talos vorgeschlagen. Drennan wehrt sich, aber der Name scheint im Team Anklang gefunden zu haben. Erhalte stündlich Zehntausende von Dateien. Unsere ganze Geschichte. Entschuldigung. Ah, ich muss mir noch einen Mute-Knopf im neuen Aufnahmeprogramm einrichten. Gewichtsverlust. Diätblock, letzter Eintrag. Oh Mann, wenn es eine Sache gibt, die gut am unvermeidlichen Tod ist, ist es das Essen. Oh ja, Zuckerschnecke, ich werde alle schrecklich ungesunden Lebensmittel, die es nur gibt, essen. Ich werde Gelee-Bananen verschlingen wie ein verrückter Affe an Affenweihnachten. Und kennt ihr diese Muffins, die einen flüssigen Schokoladenkern haben? Das wird morgen mein Frühstück sein. Und Burger zum Mittagessen. Und ich meine damit Burger, die so fettig sind, dass man mit ihnen eine ganze Fabrik ölen könnte. Dreifach Speckburger mit Doppelkäse und extra Zwiebel und Mayonnaise und Ketchup und Senf und die dicke, fette, saftige Frikadellen. Und dann ölige, dicke Pizza mit würziger Salami und Barbecue-Soße und Oliven und Jalapenos und Sauerrahm. Essenskummer, ich komme. Und bevor man mich wieder rügt, ja, ich glaube, es heißt Jalapeno oder so. Ich sag immer Jalapeno, warum auch immer. So, jetzt würde ich ganz gerne aber erstmal hier rausgehen, denn ich bin gebeten worden, oder zumindest gefragt worden, ob ich das denn machen wollen würde, ob ich denn nicht mal Richtung den Turm gehe. Und einfach mal gucke, was passiert, wenn wir doch schon in diesen Turm gehen. Wir dürfen es ja nicht. Also, das hat uns unser Gott, oder was diese Stimme ist, die uns da einfach so spricht, hat uns das ja verboten. Da dürfen wir ja nicht hin. Aber ich fand die Argumentation ganz nett, dass wenn ich es jetzt nicht tue, ich vielleicht etwas verpasse. Wenn ich dann reingehe, wenn ich rein darf. Denn irgendwann werden wir rein dürfen. Deswegen. Irgendwo? Mein Kater macht schon wieder Radau. Okay. Oxyrhynchus. Die große Ironie des Oxyrhynchus Papyri ist, dass solch eine wichtige Quelle von Informationen über die alte Welt nur durch eine Müllkippe erhalten bleibt. Okay. Während die Bibliothek von Alexandrien von Fanatikern und Eroberern verbrannt wurde, ein Ereignis, das uns unvorstellbare Einblicke in die Geschichte, Philosophie und Kunst beraubt hat, haben die Schriftstücke, die achtlos von den Bürgern von Oxyrhynchus weggeworfen wurden, bis heute überlebt. Und obwohl es wahr ist, dass ein großer Teil von dem, was wir heute wissen, nur durch die bewussten Bemühungen bestimmter Individuen und Organisationen, wie den spektakulären Übersetzungen und Konservierungsarbeiten während des islamischen goldenen Zeitalters, ist doch vielmehr einfach ein Ergebnis von Zufall und Glück. Wir haben Texte, die von unseren Vorfahren als absolut unerlässlich angesehen wurden, verloren, während triviale und auch plagierte Werke unversehrt überlebt haben. Wenn wir also wollen, dass unsere Nachfahren sich an mehr als nur glitzernde Emo-Vampire und Autotune-abhängige Teenie-Popstars erinnern, müssen wir in die
keine Ahnung was investieren, um sicher zu gehen, dass... Okay. Bucht es Osiris? Katze, hör auf Krach zu machen. Tageslicht handelt, während andere behaupten, es handle sich um ein Werk der Dichtung, welches nicht wortwörtlich zu verstehen sei. Was? Katze, hör mal auf Krach zu machen. Das Buch erzählt die Geschichte eines sterbenden Mannes, der einen Schriftgelehrten über das Leben nach dem Tod befragt. Der Schriftgelehrte, ein Diener des Osiris, beschreibt, wie das K, Lebenskraft, des Mannes von seinem Ba, Persönlichkeit, getrennt werden wird und wie er die beiden wieder vereinen kann, indem er eine Reihe von Prüfungen im Duat, Unterwelt, besteht und so zu einem Ark, lebendes Intellekt werden und das Paradies Aru erreichen kann. Im Gegensatz zu ähnlichen Texten konzentriert sich das Buch des Schriftgelehrten des Osiris weniger auf die Beratung oder, keine Ahnung, wir werden es nie erfahren, es steht nicht hier. Eine aktuelle Studie, Kanan Hassan, schlägt vor, dass der Text als philosophischer Kommentar über die Welt der Lebenden durch die Allegorie des Duat gemeint war. Es bleibt unklar, ob dies die Absicht des ursprünglichen präalexandrischen Autors war oder ob es sich um ein Ereignis der späteren Übersetzung ins Griechische handelt. Das ältere Manuskript, welches als glaubwürdiger gilt, ist zu fragmentarisch, um Antworten zu geben, obwohl weitere Ausgaben vielleicht, was auch immer. Das waren etwas seltsame Texte, mit denen ich leider mit beiden nicht so viel anfangen kann. Aber gut, jetzt gucken wir mal. Okay, wir sollen nicht in den Turm. Es ist uns nicht erlaubt. Das muss der Turm sein, vor dem wir gewarnt wurden. Es sieht so aus, als ob die höheren Stockwerke sicher verschlossen sind. Elohim geht kein Risiko ein, dass wir von unserem Pfad abkommen. Die Stimme spricht immer noch mit mir. Ich krieg sie nicht aus meinem Kopf. Es ist falsch. Alles ist falsch. Hört mit gut zu. Ich habe diesen Turm erklommen und nichts Gutes ist daraus entsprungen. Diese hier ist die einzige Welt. Elohims Wille herrscht auf ewig und das Paradies ist alles. All dies aus deinem Geist zu verbannen. Alle, die sagen, dass sie es bis jetzt ganz nach oben geschafft haben, sind offensichtlich Lügner. Sonst würden sie uns sagen, was dort oben ist. Tatsächlich kann ich ein Stockwerk höher fahren. Position des Primärsubjekts nicht feststellbar. Suchanfrage. Vom Radar verschwunden, Errungenschaft freigeschaltet. Kann uns hier nicht sehen. Das ist interessant. Gibt es irgendwas, das wir enger mit Intelligenz assoziieren als Neugier? Jede intelligente Spezies auf diesem Planeten wird unwiderstehlich vom Unbekannten angezogen. Unsere Sagenwelten sind voll von Rätseln, Geheimnissen und göttlichen Wesen. Sogar das Wort Apokalypse. Sogar das Wort Apokalypse bedeutet wörtlich Offenbarung. Es scheint, als ob unsere Vorfahren sich vorgestellt haben, dass wir sogar ganz am Ende noch ein letztes Geheimnis lüften werden. Okay, dann können wir hier was aufmachen, aber wir haben nicht genügend Teile. Können wir noch weiter hochfahren? Nein. Oh, jetzt wird's Ärger geben. Jetzt wird's Ärger geben. Vermute ich. Wenn er uns wieder auf dem Radar hat. Nicht? Ich bin erstaunt. Es gibt noch keinen Ärger. Die Aussicht von da oben muss unglaublich sein. Nach der Rückkehr aus dem Turm fühle ich große Müdigkeit, aber auch enorme Energie. Was ich jetzt weiß, beunruhigt mich, aber ich hoffe, dass ich euch, den Riesen von morgen, durch dieses Wissen eine Stütze sein kann. Okay. Wo warst du, mein Kind? Vergiss nicht, der große Turm ist nicht für dich bestimmt. Verschwende nicht deine Chance auf das ewige Leben für die leeren Versprechungen der Neugier. Okay.
Guck mal, das hier ist doch da, wo wir hergekommen sind. Das sind ja diese griechischen Statuetten. Hier ist das ägyptische. Und was ist das hier? Ich habe ja schon die ersten Vermutungen in den Kommentaren gelesen, was denn als nächstes auf uns zukommt. Mal schauen, ob das denn auch so ist. Okay. Jetzt machen wir aber mal weiter. Also wir kommen im Turm momentan nicht weiter, weil wir müssen die Puzzleteile für eins sammeln. Wo auch immer wir die herbekommen. Es blinkt halt die ganze Zeit. Witzigerweise sind sie aber ausgefüllt. Als wie wenn wir sie hätten. Das ist seltsam. So, zwei. Da geht's weiter. Das wundert mich ein bisschen. Sie blinken, wie wenn wir diese Teile hätten. Hier sind rote Teile. 2L. Warte mal, haben wir die Teile nicht sogar? Wir haben die Teile. Es blinkt zumindest. Da müssen wir jetzt nochmal hin. Wir haben diese Teile. Denn es blinkt konstant und sie sind ausgefüllt. Habe ich da nicht anständig geschaut? Es scheint so. Dann werden wir uns nochmal in den Turm begeben. Werden wir gleich wieder Ärger bekommen. Verfolgung des Primärsubjekts wurde eingestellt. Initiiere. Wir sind das Primärsubjekt. Das ist schon mal interessant. Also schon mal nicht sekundär. Wir haben genug Teile. Dann lasst uns mal gucken, ob wir das hier aufbekommen. Na, das war doch einfach. Oh, jetzt bin ich gespannt. Interessant, dass er hier im Turm nichts mehr machen kann. Scheint mir ein großes Rätsel hier unten zu sein. Gucken, ob hier noch was ist. Hier kann man einmal bis nach hinten durchlaufen. Hier brauchen wir zwei blaue Teile, um an diesen PC dann zu gehen. Oh, ich wette, wir erfahren dann hier Dinge. Wir erfahren hier dann Dinge. Ui, das könnte interessant werden. Hier haben wir so einen Konvektor. Hier haben wir auch noch einen Konvektor. Okay, das geht schon mal nicht. Weil da die Kugel immer im Weg ist. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Lieber hier aufmachen. Trotz der Kugel. Ja, das wird uns nicht viel bringen. Wir bräuchten noch ein Prisma. Theoretisch. Die Musik ist unheimlich schön hier.
Das ist ein schweres Rätsel. Da kommen wir auch gar nicht rein. Für was ist denn diese Luke da? So erschließt sie mir noch nicht so ganz. Jetzt erschließt sie mir noch überhaupt nicht. Für was die Luke da ist. Mal davon abgesehen, dass wir an dem PC momentan eh nichts machen könnten. Aber mit zwei Prismen kommen wir auf alle Fälle momentan noch nicht wirklich weiter. Ach, für das ist das. Ja gut, aber wir können ja außen rumlaufen. Von daher ist das ja kein Problem. Wenn ich mich nicht verlaufen hätte. So, hier. Hier können wir außen rumlaufen. Dadurch bekommen wir das auch nach draußen. So. Also rein theoretisch wäre das schon mal machbar, dass wir hier oben ein Prisma absetzen. Ups. Aber wartet mal. Wir haben das eine Prisma hier da hinten abgestellt. Ja, da komme ich aber von hier aus auch nicht ran. Verdammt. Also ich kann das hier auf alle Fälle schon mal hier hinsetzen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Also das ginge schon mal. Hier, das wird nicht funktionieren. Doch, das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Also wenn, dann könnten wir es da absetzen. Aber ob das uns was bringt, weiß ich nicht. Müsste das Prisma irgendwo absetzen, wo ich das da hinten sehe. Das funktioniert aber nicht. Das ist zu niedrig. Also hier ging's. Da hinten geht's nicht. Eine andere erhöhte Stelle habe ich aber nicht. Das ist blöd. Oh, die Musik. Ich mag sie halt total gerne. Ja, ich erwische das da nicht. Schade. Ah, ich glaube aber, da werde ich ein andermal noch weiter rätseln. Weil ich glaube, irgendwas fehlt mir dafür noch. Weil eigentlich müsste es jetzt schon machbar sein. Es würde mich wundern, wenn man es jetzt noch nicht lösen könnte. Aber lass mich noch was anderes überprüfen, solange. Nee, hier komme ich nicht hoch. Schade eigentlich. Ich finde es halt interessant, dass es hier dieses Guckloch gibt. Na, ich muss sagen, ich passe momentan erstmal, weil ich nicht weiß, wie ich das Rätsel hier lösen soll. Es ist nämlich alles sehr verwinkelt und ich wüsste nicht, wie ich mir diese Winkel hier zunutze machen könnte. Ach, warte mal. Kann ich von hier oben? Das geht. Okay.
Stell mal. Oh. Stellen wir das mal hier ab. Jetzt ist es nämlich weiter oben. Vielleicht hilft mir das weiter. Dass es jetzt so weit oben ist. Nein, auch nicht. Come on. Das kann doch nicht sein. Dass das so schwer zu lösen ist. Hier komme ich jetzt ran. Toll. Bringt mir auch nicht viel. Boah, hups. Ein bisschen erschrocken. Ich bin überfragt. Ich bin echt überfragt. Aber ich nehme den jetzt mal mit nach draußen. Können wir denn den Hintereingang von oben auch irgendwo sehen? Nein, nicht wirklich. Also ja, aber ich komme nicht ran. Also ich kann ihn da hinten erkennen, dass er da hinten ist, aber... Ach, das bringt mir nicht viel. Na, keine Ahnung. Ich glaube, das werden wir ein andermal machen. Also momentan komme ich nicht weiter. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag. Ansonsten würde ich erst bei der ägyptischen Welt weitermachen. Und irgendwann kommt der Tag, da werde ich versuchen, dieses Rätsel hier zu lösen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich sehe sowieso gerade, wir haben noch nicht alles. Wir brauchen hier noch einen Fan. Nee, brauchen wir nicht. Das ist nur das, was wir freigeschaltet haben. Den Klotz und den Fan. Vielleicht können wir das irgendwo dann auftreiben. Dass wir irgendwo dann noch Einzelteile oder so vielleicht auftreiben können. Mal gucken. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss!